Hallo miteinander, willkommen. Wir sind zu Besuch bei der Bea Petri, der bekannten Schminkexpertin. Ihre Wohnung ist ein Bijou voller schöner Erinnerungen. Da habe ich ein paar Geweih, an denen hänge ich sehr. Das ist ein Geschenk von der Ursula Gnädinger, das ist die Frau von Matthias Gnädinger. Mit ihm habe ich viele Filme gemacht und als ich ihm erzählt habe, dass ich das so toll finde, die Geweih, habe ich ein paar geschenkt bekommen. Als Maskenbildnerin beim Film ist Bea Petri weit gereist. Ihre Trouvée aus der ganzen Welt hat die Schönheitsexpertin mutig und stilvoll miteinander kombiniert. Hier habe ich etwas, das mich viele, viele Jahre begleitet. Das ist der Buddha. Den habe ich aus Bali. Am Abend zünde ich ein Kerzchen anzünden und dann ist das Gesicht so beleuchtet. In solchen ruhigen Moment, da wird die zweifache Mutter auch einmal nachdenklich. Ich werde jetzt 54 und ich hatte sicher etwa 5 Jahre Mühe gehabt mit dem, dass mein Körper einfach alt wird und schlaff wird. Und mir soll niemand erzählen, das geht mit links und das ist super, wenn man alt wird. Das glaube ich einfach nicht. Es ist schwierig, aber wenn der Moment da ist, wo man es akzeptiert, dann ist es sicher gut. Mit ihrer 250 Quadratmeter grossen Wohlfühloase hat sich die Bea Petri einen Traum erfüllt. Da ist mein Wohn- und Esszimmer. Das Schmine habe ich übrigens selber gezeichnet. Und es ist eigentlich recht gut geraten. Ich hatte zuerst ein bisschen Angst, es sei zu klobig, aber das ist okay so. Und da habe ich ein Lieblingsbild von mir, das ist von Daniel Spöri. Der gedeckte Tisch, auch wieder in Zusammenarbeit mit dem Tengeli. Und ja, es gibt ein paar Leute, die sagen, das ist grusig, das Geschirr ist ja dreckig, aber ich finde es ein super Bild und ich habe Freude daran. Wie auf dem Bild sieht es auch mal auf dem Esstisch von der Bea Petri aus. Dann nämlich, wenn Gäste zum Znacht auf Besuch sind. Auch dann wird oft über das Thema Schönheit diskutiert. Gegen Schönheitsoperationen bin ich nicht. Ich finde, einfach, man muss vorsichtig sein, weil es wird sehr viel gepfuscht. Es verheizt sehr viel ab, nach wie vor. Ganz und gar nicht abverheizt ist die Wohnung von der Bea Petri. Drinnen und draussen auf dem Balkon, wo sie über die ganze Stadt Zürich sieht, da lässt sie ihre Gedanken gerne mal in die Ferne schweifen.